Erste, was sie tun müssen, sie müssen einfach mal den Motor warm fahren. Zweiter Punkt, einfach mal das DSC ausschalten. Als dritten Schritt vom Automatikmodus jetzt in den manuellen Modus wechseln. Was zusätzlich noch wichtig ist, dass Drive Logic auf der dritten Stufe mit aktiviert ist, bitte jetzt den linken Fuß aufs Bremspedal maximal durchdrücken, den rechten Fuß voll aufs Gas inklusive Kickdown, da steht jetzt Launch Control und eine Zielflagge. Wir können die Drehzahl variieren, an der linken Speiche, wo Sie normalerweise den Tempomat variieren, hochschieben, mehr Drehzahl, runterdrehen, weniger Drehzahl, optimale Drehzahl liegt so zwischen 3 und 3.500 Touren. Dann heißt es einfach nur noch Fuß von der Bremse, voll am Gas bleiben.